So, herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde Hardcore. Und zwar, ich habe dabei die Lotta. Ich komme. So. Ja, Die ich bin Lotta ist da. da. Und der Creepy L, das ist der Lasse. Und wir spielen Hardcore und wollen gucken, wie lange wir überleben. Und wir filmen einfach oder wir lassen sie ganze Zeit einfach mitlaufen. Und ihr seht gerade mich. Und wir machen uns erstmal Holz natürlich für eine Truhe. Und je nachdem, wenn wir ein cooles Dorf finden oder ein Platz für eine coole Base oder so, dann bleiben wir da oder ziehen weiter. So, Ich habe schon Tiere. das sehen wir jetzt erstmal kurz da hinten. Das ist, Moment, wir müssen Ich habe gucken. Schafe. Lasse, kommst du zu mir? Nein, ich habe selber Ich würde Schafe. behaupten, das ist die Lotta. Genau, die gerade mit einem Schwein eine Kuh erschlägt. Mein kann man machen, aber. Ich habe kein Schwert. Ja gut, aber das können wir ja schon ändern. Das heißt, ich erstelle mal kurz eine Werkbank und werde ein paar Stöckchen machen, nicht? Kannst du damit leben? Ja, also Lotta, wenn ich ich werde helfe schon. ganz gut, dann brauche ich nur noch ein Schild, dann kann ich kämpfen. Ah, jetzt ist es wärmer anspruchsvoll, oder was? Also komm her, ihr kriegt ein Schwert, ich ein Moment, die Kuh rennt Schwert. gleich weg. Ach, dann lauf einmal nicht so langsam. Hier. So, hier bitteschön, ein Schwert. Da steht ein Hühnchen auf unserer Stand, Vergangenheit. Könnt ihr So, und ich mache mir auch noch mein Holzschwert, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen werden. ja, zum Tiere schlachten halt. So, also gut. Die Wolle reicht, glaube ich, für drei Betten. Das Jetzt ist schon. schon mal gut, ja? Also halt, ich habe sie noch nicht geschlachtet, aber sie ist da. Okay, dann mache ich da hinten noch ein bisschen Baum. Und dann Hast du die sehe Werkbank mit? ich. Ne, die steht da noch. Genau. Ein bisschen blöd ist, dass ihr nur mich seht, aber später, wenn wir so die Grundausrüstung zusammen haben, dann dürftet ihr uns dann auch alle sehen, schätze ich mal. Und vielleicht kriege ich es technisch hin die nächsten Tage, dass ihr auch die anderen seht. Also gut. Ich habe hier schon mal blaue Kornblumen und das ist richtig gut, Oh ja, weil wenn wir das öfters machen, werdet ihr feststellen, dass die liebe Lotta ein sehr farbenliebendes Geschöpf ist. ja, ich kann es nicht leiden, wenn Papa einfach mit weißen Betten, ne, unsere Base bestückt, weil das ist für mich einfach zu eintönig. Selbst in Minecraft muss es einfach ein bisschen bunt aussehen, finde Genau, ich. und Lasse mag auch Farbe, solange die Farbe Diamantfarben ist. Stimmt's, Lasse? Ja, Jede das andere stimmt. Farbe. Ich meine, ich gebe mich auch mit Silber zufrieden, so eisenmäßig. Genau, ich mache noch ein bisschen Holz und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Suche nach Stein. Aber zuerst machen wir das Hühnchen hier noch. Guck, guck. Oh, nicht getroffen. Sag einmal, schaut los. So, also, Wunderbär. Oh, wie peinlich, Wunderbär zu sagen. Naja, als ob der Bär wund wäre. Naja. So. Papa redet viel, wenn der Tag lang Lotta, ist. ich habe Lass dich dafür Blümchen. nicht berühren. Ja, genau. Ja. Lotta, ich habe Blümchen. Habe ich auch schon, aber danke. Ich tue dir trotzdem was. Das ist nett. Und falls wir Flieder, Rosenbüsche oder das andere Laufen wir Hühnerei ganz schnell finden, weiter. Nein? dann habt ihr leider verloren, weil dann seid ihr nicht mehr am Leben, weil ihr dann weitergelaufen seid. Und ich rede auch ziemlich viel gerade, aber genau. So, ich suche gerade Stein. Das gibt's doch gar nicht, dass ich keinen Stein finde. Hol dich einfach Ich runter, habe schon irgendwann kommt Stein. Angelstein, aber ich baue nicht ab. Papa, Hm? könnt ihr einfach runterbuddeln? Irgendwann kommt Stein. Wer kommt mit den Lavabaden? Ich! Oh ja! Ich Freund habe Bärtschild nämlich. versuchte in Lava zu schwimmen. Was Also. total schief ging. Ja. Also Leute, ich habe Stein. Ah, Papa jetzt auch. Ich noch nicht. Ich komme einfach mal zu dir. Oh, warte kurz. Jetzt. Ja, okay. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schaf. Bei Ja, mir ich habe auch. schon. Oh, ja. Okay. Ich habe auch so schon so 20 Schaf. Gut, wir müssen schon mal noch eine Weile überleben, dass wir unsere Ja. Schafe auch genießen können. So, da gibt es ja eigentlich keinen. Mein Holzschwert ist kaputt gegangen. Schon. Ja, eigentlich machen wir uns ja nie irgendwas, solche Sachen aus Holz, außer Holzspitzhacke. Aber wenn es halt so viele Tiere gleich sind. Hier gibt es echt keinen Stein, das gibt's gar nicht. Gut, Nein, nein, ich buddel mich nicht runter. ich hab schon lange Schein, Ja, das Papa. bringt mir nichts, wenn du den hast. Ja, dann komm her. Nö. Ja. So, ich hoffe, ihr habt auch Spaß.
Ganz offensichtlich. Genau. Und eigentlich war das Ziel diesmal von uns so ein bisschen zu sagen, komm, wir suchen uns eine Insel und bauen da eine kleine Festung drauf und dann kämpfen wir einfach so lange, wie es geht. Genau. Bis Papa eben stirbt. Oh, ich glaube, wenn ich mein Ladekabel in die Steckdose stecke, aber nicht an meinen Laptop. Lotta wurde aus dem Spiel verbannt. Moment. Ich weil sie keinen Akku mehr hatte. Ja, Strom sparen muss man. Hat eigentlich jemand Kohle von euch? Ja. Nee. Ah, Papa, da ist doch welche. Ich hatte nur eine. Ich hab nur eine. Okay. Ihr müsst wissen, wenn wir zusammenspielen, oh sorry, ist so ein bisschen lustig, weil Lotta, also ich sammle ganz viel, Lotta sortiert ein und auf einmal ist es weg und keiner war's. Gell, Lasse? Ja, gell, Lasse. Wer hat die 48 Fleisch, ist der Truhe, ich nicht. Lasse stirbt, ich bin in der Nähe. Oh, da hat jemand 48 Fleisch dabei. Genau. Seltsam. Sachen passieren. Ja. Aber gell, Lasse, das warst du natürlich nie, weil ich die alle schon geschlachtet habe und zufällig Kohle dabei hatte. So, also Freunde, ich glaube, es ist spannend hier, weil jetzt haben wir... Ja. Massen auf Kohle! Oh Leute, das sieht schon mal richtig gut aus, hä? Oha. Ja, weil das ist eine Anspielung auf meinen Charakter, die letzten, keine Ahnung, 2 Spiele. Weil irgendwie hat Minecraft da meinen Charakter geändert und ich sah wirklich total blöd aus. Und ihr müsst wissen, was eben passiert. Oh, sorry, ich wollte dich nicht hauen, ich wollte Stein machen. Eins, zwei, du hast eine Spitzhacke. Ich hab gar nicht mit Spitzhacke gehauen. Oh, es gibt ein Videobeweis. Schlecht. Ja, ja. Also wenn ihr Kohle braucht, ich hab schon 64. Mhm. Doch, wirklich? Ja, ja, glauben wir dir doch. Alles gut. Ach so, glauben wir. Muss mal wohl. Okay. Ha, wer ist geglaubt? Technik. Technischer Fortschritt. So. Jetzt ist hoffentlich bald meine Holzspitzhacke kaputt, weil ich finde es immer schade, die wegzuschmeißen. Deswegen. Die kannst du auch in den Ofen tun und oder irgendwelche Holzsachen und dann das als Kohle benutzen. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade. Marmelade. Hä, kann man das? Das wusste ich gar nicht. Ja, das krass, kann man. Danke. Das ist voll praktisch. Da braucht man einfach keine Kohle, nur eine Holzspitzhacke. Hä, das hätte ich dann ja auch. Ach, egal. Das ist voll easy, was habt ihr? Chillig. Ich mache hier mal einen Ofen, weil ich denke mal, wir bleiben hier noch ein bisschen. Ja, wobei, eigentlich... Ich mache jetzt einfach mal einen Ofen. Mach doch mal einen Ofen, Lotta. Hey, ja, gute Idee. Hab ich schon erwähnt, ich mache mal einen Ofen. Ne? Ich könnte ein Bett könnte ich machen. Ein schönes weißes. Ich könnte auch ein Bett machen und ein schönes schwarzes. Ja, cool. Ich kann 3 Betten machen. Die man dann färben? Nein? Ja, die man dann färben kann. Genau. Hast du was rein in den Ofen oder nicht? Ich denke schon, ja. Ah, okay. Weil dann könnte ich meinen Rind dazu tun. Meine Kohle. Oh, ich habe 4. Hast du Papa? Leder, Lotta? Die Backschwimmen bitte? 2. Gib mal bitte. Ah, nee. So 10 Leder. Schön, also ich mach mir meinen Helm. Also da. Also so 10 da vorne Leder. Liegt da. Kann Schnorgel färben, weil so ja, also Leute, wobei Helm gefärbt immer nicht so schön aussieht. Aber trotzdem danke. Leute, ja. 10 so Leder. Also wenn ihr Streit habt, könnt ihr gern 5 Leder finden. Sollen wir Lasse töten? Ja, 10 Leder würden mir auch ganz gut tun. Das wird ganz gut stehen. Ja, ah, ich würde mal geschwind losziehen. Mhm, ich baue noch ein bisschen Steine. Zieh schon die ganze Zeit los. Passt. Upsala, so. Ich esse rohes Fleisch. Also, wenn ihr irgendwo ein Boot findet, dann gehört es immer mir. das ist so auch so ein Running Gag bei uns so ein bisschen, weil ja, Papa wenn lässt ich... Papa über seine Boote stehen. Irgendwann hört man im Spiel immer, ah, du warst hier, hier steht dein Boot. Ich sage, ah, upsala, vielleicht ist es auch ein Zombie-Boot. Ja. Also ich würde mal, ich fände es cool, wenn wir eine Insel oder so finden. Mit also ich habe schon eine. Die ja, eine coole Insel. Nicht so. Ja, ja nee, so groß muss sie gar nicht sein. Also ihr könnt mir einfach ein schönes Haus bauen und dann weiterziehen. Oder wir machen das einfach so, du benimmst dich wie ein ordentlicher Gentleman und gibst uns dann die Base. Oh je. Yeah. Oder mir, weil ich kann Gentleman noch nicht mal schreiben. Wie soll ich mich dann benehmen? Hallo? nur so als kleine for your information. Englisch kannst du wohl auch nicht. Aber hallo. Super. Ich habe Lasse mal Creepy genannt. Jetzt, was heißt Creepy?
Creepy heißt... gruselig. Unheimlich gruselig, genau. Ja. Leute, gruselig. Habt ihr alle im Bett? Das ist das Einzige, was du kannst. Creepy. Nein, Leute, habt ihr alle im Bett? Ja, komm. Ich hab keins. Bis du Bett sagst, hab ich mir eins gebaut. Ich hab keins. Ja, dann aber los. Bett? Ich hab nur... Was ist das da vorne? Oha, da oben will ich eine Burg haben. Nee, wir haben doch gesagt, wir nehmen eine Insel. Haben wir gesagt? Aber kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also Lotta, wenn du so gelbe Blumen brauchst... Oha, guck mal da oben. Oh, schön. Guck mal, aber das wäre doch auch cool da oben. Da kann man zwar nicht kämpfen, weil da keine Zeit ist. Kann ich kurz zu euch kommen? Habt ihr genug Wolle? Lotta hat, glaube ich, genug. Ich hab gar nicht gemerkt, dass es dunkel geworden ist. Ja. Ah, Lotta, es wird dunkel. Danke für die Information. Okay, ich dachte nur falsch. Es wird ja dunkel. Okay. Lass, es wird dunkel, gell? Falls du das nicht mitbekommen hast. Nee, weißt du. Ach so. Papa, ich komm kurz zu dir. Nein, du, dein Zeug? Das hab ich doch abgebaut. Ach so. Hast du ein Bett? Ich bin nicht so wie du beim Boot. Ups, ich hab mich zu mir teleportiert. Kann auch nicht gehen, ne? Also, kann ich mich jetzt zu euch teleportieren, weil ich hab kein Bett? Du hast noch kein Bett? Oh, Leute, ich glaube, da haben wir jetzt ein Problem. Oh, was ist das hier? Da hinten ist ein Lavasee und da brennt's. Ja, wir sollten jetzt echt gucken, dass wir uns hinlegen. Wirklich, so. Ja, Papa, gibst du mir Deckung, dann baue ich kurz ein... Also ich kann noch ein Bett bauen. Ja, also mach schnell. Ich brauche aber noch eine... Das war nicht mit Absicht. Was brauchst du? Ja, das weiß ich. Eine graue Blume, weil dann kann ich die Wolle grau färben. Dann kann man nämlich da aus dem Bett machen. Also ich flieg schon mal. Achso, ich will die Deckung geben. Gib mir Deckung! Okay. Mann, bin ich jetzt... Schnell zu uns, Lasse, schnell. Also ich habe zwei Betten. Ja, dann baue ich gucke, dass ich den einen hier schon erledige. Lasse, komm her. Oh, der hat mich erwischt. Lasse, komm her! Lass jetzt schnell, wirklich! Hilling! So, also, mega! Das hat doch schon mal geklappt, würde ich sagen. Nee, ich werde jetzt von einem Zombie Achtung, Zombie! Jo, ist doch Tag. Der hat es auf mich abgesehen und ich brenne nicht gut. Nein, nur ganz kurz. Oha, richtig! Da unten hat es massenhaft Eisen! Ja, aber... Ich nehme die Bette. Egal. Achtung, Creeper, scheißegal. Nein, nicht scheißegal. Der kann nicht in die Luft springen, wenn ich Hacker spiele. So. Kaputt, hat's gemacht. Kannst du mich dann später zu einem von euch teleportieren? Ja, ich bin oben, ich bleib oben. Ich sorg für Leder. Und ich stehe hier mit den Ohren. Nur so zur Info, könnte mir jemand ganz kurz, achso, nee, hab ich alles selber. Alles klar. Hab ich selber, kenn ich nicht. Boah, hier hagelt's gerade Punkte. Und bei mir hagelt's Eisen. Weil Papa ist nicht ganz zufällig nicht um Erfahrungspunkte. Soll ich euch vielleicht Werkzeug mitmachen, ne? Ja, ich bräuchte ein neues Schwert. Also ich habe nur eine Spitzhacke. Also mir eine Spitzhacke machen, ne? Okay. Also, ich hab doch... Wisst ihr was, ich mach einfach meine Truhe und tu da dann das ganze Zeug rein. Aber da oben wär schon übel... Nein. Aber schön wär's. Ja, aber schön wär's, ja. Aber jeder kriegt ein Schild jetzt. Also, ihr könnt euch dann jeweils eure Betten rausnehmen. Ich habe jetzt einfach mal graue Betten gemacht, weil ich finde, das Grau ist total schön und ich hätte jetzt halt keinen anderen Farbstoff und so. Genau. Das war eigentlich... Und, so. Ja, will jeder jetzt ein Schild? Ja, was ist das? Ist überhaupt nicht keine Frage, sondern... Sure, gib mir ein Schild. Essen habe ich euch dann auch rein. Also für jeden so 5-6 Stück. Also für mich 13, weil ich das Fleisch gemacht habe. Willst du auch noch irgendwie sowas zum Anziehen? Das Fleisch geht da sofort raus. Ich habe einen Helm. Nee, ob du weitere Sachen willst, weil ich glaube, ich habe jetzt relativ viel... Ach so, ja, ein Brustpanzer wäre ganz cool. Ich habe auch noch 4 Leder. Hier rein. Noch. Lasse, du wolltest eine Spitzhacke, gell? Oh ja, eine. Du könntest den Ofen nochmal anschmeißen. Komm. Papa, du wolltest ein Schwert. Lasse, ich hab den Ofen schon an. Papa. Also den Rest kann ich mir selber machen, Lotta. Und Lotta, guck mal, was ich extra für dich... Also ich, genau, als Kommentar schon. Ich sorge hier gerade für Fleisch und Leder. Das ist ganz nett. Wir haben Blumen. Das ist doch auch schon mal gut. Das stimmt natürlich. Du könntest den Zombie das nächste Mal sagen, hier, ich tausche eine Blume gegen mein Leben oder so. Also der Zombie. Ja, genau. Ach so. Oha. Ach so. Also Papa, du willst ein Schwert, sonst nicht. Ich hätte gern ein Schwert, genau. Okay. Warte,
ich mache jetzt nochmal einen Ofen. Mir wird das hier alles zu. Nein, lass ihn, nein, das ist Verschwendung. Nein, ich mache nochmal einen. Ich will jetzt mein scheiß Eisen da reinmachen. Was willst du machen? Eisen. Gib mir auch ein Eisen, dann kann ich mir ein Schild machen. Ja, du oder mach mir ein Schwert. Ich hab dir ein Schwert gemacht. Nein, ein Eisenschwert. Achso. Nein, ich hab nur drei. Und Lotta, ich krieg das. Ich mach das. Was machst du? Mein Eisen. Ja, nimm mir das Eisen raus und ich krieg das zweite Eisen. Dann kann ich mir davon nämlich ein Schild machen. Dann kriegt jeder erstmal. Boah, was haben wir denn da gefunden? Ach, während ihr da mit eurem Eisen da noch rummacht, hab ich hier ein Dorf gefunden. Wir kümmern uns halt um die Grundverpflegung. Boah, ja. Ich sehe da hinten Kürbis, ich will Kuchen. Und da hat auch gleich noch Zuckerrohr. Zuckerrohr habe ich schon zwei, also können wir anpflanzen. So, da wächst ja noch gar nichts. Was bist denn du für einer? Bei dir wächst gar nichts hier. Ich muss mir noch Fackeln machen. Das Dorf finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ja und? Nein, ich meine wegen, ob man es behält oder ausräubert. Ja, ganz hab bisschen. Ich. Hier, 6 Stück habe ich noch. Gut, danke. Reicht genau für ein Schild. Ja, da ist gar nichts los in dem Dorf. Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, ich habe mein Boot stehen lassen. Ja, bau das Stroh ab, daraus können wir Brot machen. Ja, muss ich eh machen, weil ich hab nichts mehr. Essen, ja, ich weiß, deswegen. Ja. Lasse, gehst du mal zu Papa? Und warum? Warte, ich tue das. Nein, der klaut uns alle Diamanten und. Sind in dem Dorf Diamanten? Weiß ich noch. Krass. Lasse, nimmst du dir dein Bett noch bitte aus der Truhe raus? Und dir zu essen kannst du dir auch noch was nehmen. Ich würde sagen, im nächsten Level ziehen wir dann zusammen los, weil ich glaube, das ist ein bisschen langweilig, wenn die nur mich nur sehen und euch nur hören. Aber ich glaube, ich habe gar keine Werk. Lotta, tu da doch nochmal. Nein, wir gehen jetzt zu Papa. Okay, na gut. Also Dorf ausgeräubert. Ich mag diese Dörfer nicht, die so am Wasser sind. Die kann ich eh nicht einbauen und. Lass mich, ich bin voll. Na gut. Kommst du bitte zu mir?